Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Radinger von Fotokurs Allgäu und ich betreibe hier in Kempten ein Fotostudio mit dem Namen Fotokurs Allgäu. Neben der digitalen Fotografie unterrichte ich eben auch die analoge Fotografie. In diesem Film geht es jetzt speziell um die Sepia-Tonung beim Barettpapier. Und wenn man sich das eben mal vorstellt, ja. Klassisch kommt der raus, im Endeffekt ein Schwarz-Weiß-Papier, das ist meine Frau. Und mit Sepia finde ich es einfach gerade bei Frauen schöner, da wird es einfach ein bisschen weicher. Und je nachdem kann man eben mit dieser Technik auch innerhalb der Schwarz-Weiß-Fotografie noch seinen Stil ein bisschen anpassen oder ändern. Mir gefällt das Sepia gerade in diesem Fall sehr, sehr schön. Wenn man sich das mal anschaut und klar macht, wie oft eigentlich so ein Bild hinterher Flüssigkeiten gesehen hat, also Chemie oder Wässerungen, dann ist es eigentlich schon sehr ja, interessant, dass ich eigentlich bei der Filmentwicklung schon mal insgesamt 11 Wässerungen habe, oder Chemikalien, also von der Vorwässerung, Entwickler, Stoppbad, Fixierer, Hypoklärbad, von Wässerung 1 bis Wässerung 4, dann destilliertes Wasser. Beim Barettpapier kommen dann nochmal zusätzliche Wässerungen dazu, also sprich auch Chemie, Entwickler, Stoppbad, Fixierer 1, Fixierer 2, Hypoklärbad, Wässerungen 1 bis 3, destilliertes Wasser. Und wenn man eben dann noch die Sepia-Tonung dazu macht, ja, kommen nochmal laut Voranleitung nochmal 9 Waschvorgänge dazu. Also sprich einmal Bad A, danach dreimal waschen, danach kommt Bad B und danach nochmal dreimal waschen. Und wieder das destillierte Wasser. Also insgesamt komme ich bei diesem Foto von meiner Frau. Dieses Foto hat insgesamt jetzt 30 Mal gebadet. Ja, und verdient auch das Prädikat Freischwimmer. Was verwende ich dazu? Es gibt auf dem Markt unterschiedliche Sepia-Toner. Ich verwende den Sepia-Toner von Foma. Das ist ein Zweibadtoner und hat einen Vorteil, dass er nicht schwefelhaltig ist. Weil gerade dieses Schwefelhaltige macht überhaupt keinen Spaß, wenn die ganze Burg nach faule Eier stinkt. Dieser ist geruchsneutral und man hat eben im Endeffekt zwei Bäder. Bad A, das ist das Bleichmittel. Das wird mit 20 bis 25 Grad das Bad gehalten und danach circa 3 Minuten wird das Bild dort eingelegt und danach wird das Bild komplett bleich. Und beim Bad B wird im Endeffekt die Sepia-Tonung hinzugefügt und hier geht es darum, wie lange man das drin lässt. Und ja, man kann eben goldbraun, warm, neutral, ja, eher kalt entwickeln und das muss man sich halt dann selber, ja, rausfinden. Prinzipiell ist es so, dass das Bad A pH-neutral ist und das Bad B hat einen, ja, pH-Wert von 11. Also man sollte auch hier mit Chemikalien, wenn man umgeht, auch mit Handschuhen arbeiten. Beim Umfüllen verwende ich halt klassisch auch eine Schutzbrille, Schütze, dass man also hier auch nichts kaputt macht. Genau. Beim Bad A ist es so, man macht einen Durchgang mit allen Bildern und ich wechsle dann immer komplett das Wasser wieder durch. Und fangen dann bei Bad B wieder neu an. Ja? Also es geht nicht, dass man das Bild vom Bad A direkt ins B reinlegt, sondern man muss das Bild komplett dreimal 30 Minuten auswässern. Der ist sehr ergiebig. Man kann also insgesamt, steht drauf, dass man also 440 9 x 13 Bilder Sepia tonen kann. Genau. Und wie das funktioniert, das zeige ich jetzt dann im Einzelnen. Bis gleich. Also ich eben vorbereitet habe, mein Bad, meine Stoppuhr, meine Zangen, meine Bilder. Ich habe jetzt hier zwei Bilder, das gleiche Motiv, das gleiche Format, allerdings einmal Barettpapier und einmal PE-Papier. Ja, jetzt wird das eben sauber eingelegt und gleich schauen, dass es sofort mit Chemie in Berührung kommt. Ja, und jetzt dauert es eben circa 3 Minuten oder man lässt das Bild 3 Minuten drin. Kann sie dann eigentlich schön verfolgen, was jetzt eigentlich dann passiert. Es bleicht aus. Ja, es verschwindet. Ja.
Und bei Sepiatonung ist zu wissen, weiß bleibt weiß, also ausgefressene Lichter werden nicht getont. Das bedeutet, dass man also schon bei der Aufnahme schauen muss, dass man keine ausgefressenen Lichter hat, was jetzt bei dem Bild schon interessant war, weil es im Endeffekt ja im Winter fotografiert wurde. Und auch hier, allein mit dem PE-Papier, sieht man auch hier schon einen kleinen Unterschied, dass das also nicht so richtig reingreift. Also ich persönlich mache eigentlich hauptsächlich nur bei der Baryt, beim Barytpapier die Sepiatonung. Das lässt man jetzt einfach drin liegen, bewegt das Bild ab und zu mal, ja, aber letztendlich kommt ja die Chemie überall hin. Und so mache ich das im Endeffekt für alle Bilder. Erst alles in das Bad A waschen und wenn das fertig ist, kommt das Bad B. Genau. Melden wir gleich wieder. Okay, jetzt ist das gleich fertig. Jetzt kommt das Papier. Wird jetzt im Endeffekt gewaschen. Ich habe hier ein Waschbecken, unten dran habe ich einen Wasserkanister. Das habe ich mal ja, so angewohnt, weil ich einfach einen Nebenraum habe, wo ich kein fließendes Wasser habe. Und so kann ich mir auch optimal die Chemie trennen in einem chemikalienfesten Wasserkanister oder Plastikkanister. Und jetzt kommt gleich das nächste Bild eben auch wieder rein. Nicht zu viele Bilder auf einmal, da es sonst passieren kann, dass es sonst Überlappungen gibt und die Chemie nicht am ganzen Bild greift. Genau, und jetzt wird das Bild 3x30 Minuten bei mir in Wannen unter Bewegung ausgewaschen und danach geht es weiter zum Sepiatonen. Jetzt habe ich also diese Bilder insgesamt 3x30 Minuten gewaschen, jeweils frisches Leitungswasser. Und jetzt kommen sie im Endeffekt in den Sepiatoner rein. Also einmal hier oben das Barytpapier und unten das PE-Papier. 3 Minuten. Und jetzt kann man eben mal gucken, was aus diesem Bild passiert. So. Das dritte Bad ist jetzt eben auch durch von der Chemikalie B, also diesen Toner an sich. Und man sieht jetzt eben hier ganz deutlich, dass eigentlich das Barytpapier die Chemie wesentlich besser aufnimmt wie das PE-Papier, ja, aufgrund seiner Kartonstruktur. Mir gefällt es beim Baryt wirklich gut, beim PE-Papier überhaupt nicht. Und wie geht es jetzt weiter? Da wird es die ganzen Bilder, wo ich halt gemacht habe, sind insgesamt 30 Bilder, wo ich Sepia getont habe, noch im Freischwimmerbecken und die waren jetzt eben an der Barytpresse noch fertig getrocknet, damit sie keine Wellen haben. Für diese Arbeit Sepia-Tonung sollte man sich also schon mal 4 Stunden Zeit nehmen, 4 bis 5 Stunden Zeit. Man braucht unheimlich viel Wasser, wenn man es wirklich oft wechseln muss und ja, ist halt eine Stilart. Mir gefällt es, nicht bei jedem Bild. Wichtig ist, Temperaturen einhalten und dass man Bilder hat oder Negative, die man dann auf Baryt entwickelt, dass die Lichter, also die weißen Bereiche, bleiben weiß. Da wird das nichts. Ja. Tiefen, abgesoffene Tiefen und die Lichter, wenn die ausfressen, dann wird es nichts. Also man muss sauber in seinem Tonwertbereich bleiben, dann funktioniert es richtig gut. Okay. Dann möchte ich das beschließen mit den Worten vom Karl Valentin.
Kunst ist wunderschön, macht aber richtig viel Arbeit. In diesem Sinne wünsche ich euch allzeit gutes Licht und gutes Gelingen bei eurer Fotografie. Tschüss aus Kempten, sagt Stefan Radinger.